Willkommen zurück bei Folge 28 von Let's Play Final Fantasy VII Remake. Wir haben gerade Kniebeugen gemacht, sind jetzt am den Meister im Kniebeugen. Wir sind für alle Wünsche offen, und wir haben die Rocheengel besiegt. Oh mein Gott. Ach, Beck, Butt und Butch, diese Dreiergruppe. Zu gut. Hey, hey, Champion! Madame M lässt dir ausrichten, dass Aris noch eine ganze Weile brauchen wird, um sich umzuziehen. Dürfte ich dich in der Zwischenzeit vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Ob du es glaubst oder nicht, das Kolosseum läuft fast über vor Leuten, die dich nochmal kämpfen sehen wollen. Was sagst du, Champ? Wir können deine Fans doch nicht enttäuschen, oder? Also, ich erwarte dich im Kolosseum. Okay. Popcorn und Schokowurfer. Okay. Bin noch hier. Mal alleine. Hoffen wir mal nicht, dass wir wieder einen feuerresistenten Gegner haben. Und hat er einen Namen verdient. Sondermatch. Ist Proppen voll da drin. Heiz ihn richtig ein. Wir zählen auf dich. Okay. Bitte Zuschauer, und nun der Kampf, auf den sie alle gewartet haben. Champ Cloud gegen Sams Kampfroboter. Okay. Hätte man vorher umschwenken können, natürlich auf. Ist die Klinge unseres Champions immer noch so scharf wie früher? Auf Blitz. Na gut. Heute wies man ja vorher nicht. Okay, das schreddern wir trotzdem ziemlich gut durch und durch. Das ist krass. Oh, Madame M. Madame M. Gut gemacht, mein Junge. Ach, dein Anteil, den hast du dir verdient. Also, du hilfst Aris beim Anziehen. Madame M. Wo ist Aris? Sie macht sich immer noch die Haare. Da dachte ich mir, dass ich noch Zeit für ein kleines. Ich liebe es, zuzusehen, wie. Nicht überrascht. Deine Hände sind so stark geworden. Der Handfetisch. Mit so starken Händen kannst du der ein oder anderen holden Dame sicher ein guter Beschützer sein. Das war ich doch immer schon. Aris dürfte langsam auch so weit sein. Ich werde mich schon mal zurückziehen und im Geschäft warten. Komm, wenn du fertig bist. Machen wir so. Boah, ich habe auch Lust nochmal zu kämpfen, auf jeden Fall. Aber vorher. Aris. Magiestab. Bitter heilen Frost. Was können wir denn noch geben? Ja, würde ich sagen. Ah, Waffenmodifikation. Aris Magiestab. Schauen wir mal, was wir dem so geben können. 18, 12, 18, 12.
MP Maximum. Buffs, magische Attacke. Max. Okay. 24, 36. Okay. Im Maximum. Area Slot. Magische Attacke plus 7. Okay. Das lassen wir doch. Und Barriere machen wir mal hier runter. Mal hier noch so. Wir brauchen Amplifikation. Oh ja. Mal so. Bitte als Flächenschaden. Okay. Offensivmagier. Ausgezeichnet, da bist du ja. Cloud gegen wilde Bestien. Okay. Okay, das war jetzt auch nicht ganz so schwer. Volle Konzentration. Es ist aus. Keine große Sache. Alter, die Waffe haut drin. Ich finde die echt gut. Passt genau zu meinem Kampfstil mit Cloud. Los geht's. No. Genug. Mein Einsatz. Na komm, greif an. Wir blocken. Jo, komm, los. Ach, okay, das ist ja doof. Ja, ist ja gut. Wollte dich über einen Block. Beschwören, okay. Dem Kampf nicht so. Schauen, weil ich mich im Kampf nicht heilen kann gerade. Was im Kolosseum? Schmerzhaft.
Dinge ging. Izint. Ein Koloss im Koloss. Okay. Atom. Stufe 2 Limits. Okay, okay, okay. Komm gerne wieder vorbei. So. Limits. Atomisator. Wie lang geht's zurück? Jo. Hey, Chap, nimm den Fahrstuhl, um zur Arena zu kommen. Freue mich schon. Ah, das funktioniert ja nicht. Cloud, hier warst du also. Tifa ist... also... alleine schaffe ich das nicht. Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey Cloud, darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pick, pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, gewinnt immer der Romantiker in mir oben. Der läuft. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht einen Tipp für so eine zart beseitete Seele wie mich? Nein. Meh. Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon. Ich will... Geh zurück zu Madame M. Sag Aris... Geht klar! Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Hm. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst... wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht. Gleich zurück. Und weiter geht's. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Hör auf meinen Rat und geh. Hör auf meinen Rat und geh. Das war ja zielführend.
So! Verschwindet! Wie akkurat, Johnny. Da bin ich. Wie ausgewechselt. Angeblich steht Cornelio auf so eine Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel, so pauschig. Ach, wirklich? Eris, der Staubwedel. Hey, Cloud! Entschuldige. Übrigens, Eris, hatte dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hm? Anjan. Hey, Kleine. Das ist ja ein heißes Outfit. Heute schon was vor. Oh, das ist ja mal ein hübsches Bett. Der Staubwedel puschelt vor. Hübsches Mädchen. Wie bitte? Was hast du gesagt? Kein Grund zur Eifersucht. Hey, Süße! Wie sieht's aus? Kann man sich mal kennenlernen? Ich hab schon wieder den ganzen. Also, die Aufmachung sieht aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Die Kleine wird das gleich machen. Das macht sie wie um die kostbarsten Blumen zu schauen. Sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen, um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigköpfchen begrüßen zu dürfen. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan, woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan... An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dorthin. Eris Plan. Sie schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Okay, dann schauen wir mal. Perfekt! Genau so! Wahnsinn! Okay.
Warum kann Cloud das? Was mache ich hier und warum kann Cloud das? Großartig gut. Okay. Großartig. Aber das kann doch nicht ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Nein. Bitte, der Herr. Hier geht es entlang. Cloud. Schön, dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wir möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt. Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Wo ist mein Schwert hin? Cloud hat sein Brummer vergessen. Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir? Sollst du haben? Ins Battle? Gegen Anjan? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Ach, wenn ich jetzt mal überlege, damit in der schlechten Qualität auf der PS1. Ah, na komm, Cloud. Ah, schön. Mal sehen, ob du mithalten kannst.
Ey, das Minigame haben sie krass gemacht. Großartig. Alter. Perfektion. Sehr schön. Wie ergreifend. Also gut. Ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen. Episch. Das ist seine Mutter. Warum kann Cloud so gut in Heels laufen und tanzen? Wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all deine Ängste ab. Okay, damit beenden wir die heutige Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis gleich.